Hallo Clusterkonferenz, hallo Vicky, mein Name ist Josef Huber, ich bin Dozent an der Ost und freue mich heute im Rahmen der dritten Clusterkonferenz Zukunft der Pflege für den Innovationswettbewerb die Idee von Vicky vorstellen zu dürfen. Vicky ist eine Haltung und eine Kultur. Vicky hat aber auch Aspekte von einer Dienstleistung, weil wir Beratung anbieten und Beratung erleichtern wollen. Und es hat Aspekte von einem Produkt, weil im Hintergrund eine Plattform oder eine Datenbank wirksam ist, die dazu anregt und vereinfacht, Wissen auszutauschen und auch für sich selbst zu konservieren. Vicky ist aus praktischen Problemen heraus entstanden, weil wir gemerkt haben, dass wir einfach zu wenige Leute sind, die zu viel Technik und zu viel verschiedene Lebenslagen miteinander in Einklang bringen sollen und müssen. Und wir insgesamt zu wenig Erfahrung haben, zu wenig Evidenz, die greifbar ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir ein einfaches Konzept dazu brauchen, dass wir gemeinsam arbeiten können. Und wir nutzen dafür einen Bierdeckel. Unser Konzept passt auf einen Bierdeckel. Es ist das Harvard-Konzept, es ist nicht neu. Es ist ein Verhandlungskonzept und wir nutzen diesen Ansatz, um systematisch Wissen aufzubereiten. Was genau das Harvard-Konzept bedeutet, erkläre ich Ihnen hier auf der Webseite von Vicky. Im ersten Schritt geht es darum, das Problem überhaupt zu verstehen, was nicht immer trivial ist. Und im zweiten Schritt das gemeinsame Ziel zu klären. Auch davon können die Pflegenden ein Lied singen, die machen das nämlich jeden Tag. Die Wiki-Datenbank kann dann gemeinsame Rechercheergebnisse teilen, also dabei helfen, Lösungsoptionen zu finden und gemeinsam Kriterien zu entwickeln, nach denen wir uns begründet entscheiden können. Das können Sie sich bei einem beliebigen Fall anschauen. Ich gehe mit Ihnen auf den Pflegeruf bei Parkinson, weil dieser hier im Bereich Problemziel Ressourcen ausführlich dokumentiert ist über dieses Video, das Sie sich bei Interesse gerne ansehen. Wir ordnen verschiedenen Lösungen, die hier zeilenweise abgebildet sind, entscheidungsleitende Kriterien zu. Und damit können wir eine Entscheidung treffen. Hier im konkreten Fall dachten wir am Anfang, wir brauchen eine Lösung, bei der wir nur sehr wenig Kraft brauchen. Das entscheidet Ihnen Fingertipp erfordern. Aber bei der wenigen Kraft erfordern die eine gewisse Geschwindigkeit und die konnte die betroffene Person nicht aufbringen. Und am Schluss haben wir dann festgestellt, nach langer Arbeit und die angehörige Person hat den entscheidenden Impuls zur Lösung gegeben, dass wir mit dem Fuß einen Ruf auslösen. Wir haben diese Zugschalter genommen und zwischen Stuhlbein und Heizung locker gespannt, sodass mit dem Fuß der Ruf ausgelöst werden konnte. Eine Dimension, nach der die Teilnehmer im Innovationswettbewerb bewertet müssen, ist die Marktrelevanz. Wir haben hier sozusagen eine negative Relevanz. Der Umgang mit Technik oder Lösungen oder Bedarfsgerechtigkeit in der Pflege bringt erstmal richtige Kosten, Recherchekosten mit sich. Und wir sagen, diese Kosten können wir reduzieren, indem wir teilen. Es kristallisieren sich dann lokale Experten heraus oder thematische Experten, die Wissen weitergeben. Die gibt es ohnehin. Diese Experten profitieren aber von den Fragen von all jenen, die neu im Feld sind. Das bringt sie selber im Wissen weiter. Und letztlich führt geteiltes Wissen, also wenn ich meine Lösungen ins Netz stelle und sage, diese Lösung kenne ich, dazu, dass andere sich dazu ermuntert fühlen, ihren Lösungsbeitrag zu leisten, weil sie sagen, hey, da fehlt eine Lösung, mit der ich super zufrieden bin. Ich bin besser als ihr, nehmt die doch mal auf. Wir haben da also einen Wettbewerb auf ideeller Ebene, der nicht mit ökonomischen Interessen hinterlegt ist und auch niemals sein soll. Die zweite Dimension, auf deren Basis Sie Vicky beurteilen müssen, ist die Innovationshöhe. Wir nutzen bewährte Datenbanktechniken, wir nutzen bewährte technische Artefakte wie das Smartphone, wie den Rechner, das Internet. Wir haben das Harvard-Konzept der Verhandlungsführung als Basiskonzept, auch das ist Jahre alt. Und letztlich nutzen wir uralte Kulturtechniken. Wir sitzen gemeinsam ums Lagerfeuer, um den Stammtisch und reden und tauschen uns aus. Wir fragen unsere Mitmenschen nach Erfahrung. Insofern ist die Innovationshöhe in Vicky gleich null. Man kann auch sagen, das Innovationsrisiko von Vicky ist gleich null, weil alles, was es gibt, ist schon bewährt. Was wir nutzen, ist bewährt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine reflektierte und begründete Entscheidung für den Gewinner des Wettbewerbs und verabschiede mich mit dem Motto von Vicky: Vicky weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.